Laufen in der Schweiz, kurz vor 8. Galileo-Reporterin Funda Van Roy ist auf dem Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz. Bei der Firma Laufen im Ort Laufen stellen Arbeiter seit 1892 Badkeramik her. 350.000 Waschbecken und WCs verlassen jedes Jahr die Fabrik. Entwicklungsleiter Frank Liebetrau wartet schon. Ja, herzlich willkommen bei Laufen. Wir haben jetzt 2 Tage zusammen. Du darfst Badkeramik produzieren. Echt, das traut ihr euch zu, dass ihr mich da normal, komplett ranlasst? Normal braucht es da länger früher, aber wie gesagt, mit den Ausnahmen, das wird super. Lass uns erstmal das Richtige anziehen. Okay. Ja? Magst du mitkommen? Ausgestattet mit der richtigen Arbeitskleidung kann Funda loslegen. Ja, ich sehe aus wie ein Bäcker. Tatsächlich ist Keramikherstellung fast wie Backen. Zuerst wird nämlich ein Teig gemixt, der sogenannte Schlicker. Dabei soll Funda helfen. Adrian Gutzwieler leitet die Aufbereitung. Er zeigt ihr, was sie machen soll. Ihre Aufgabe: die Container müssen mit jeweils 1500 Kilogramm Ton befüllt werden. Klingt einfach, aber... Stopp! Perfekt. Das geht auf der anderen Seite. Ja, da geht anders. Man kann hoch oder runter. Funda hat aus Versehen zu viel eingefüllt. Ist aber kein Problem. Insgesamt brauchen die beiden knapp 4 Tonnen Ton. Mit der nächsten Ladung können sie es wieder ausgleichen. Den Ton fahren Funda und Adrian in die Mischanlage. Ton und Wasser bilden die Grundlage für die Keramik. Später kommen noch Kaolin, auch weiße Tonerde genannt, Feldspat und Quarz dazu. Die sorgen später beim Brennen dafür, dass sich die Keramik verdichtet und fest wird. Die Anlage rührt die Schlickermischung für 24 Stunden und homogenisiert sie, bis sie in die Produktion kann. Diese großen Siebe und Magnete fischen dabei noch Kleinstmetalle wie Eisenhydroxide und Metalloxide aus der Mischung, da diese später nicht in der Keramik landen dürfen. Für Funda geht es jetzt zur Waschbeckenherstellung. Vorarbeiter David Passili bearbeitet hier schon ein paar fertige Waschbecken, die bereits trocken sind. Ihm geht unsere Reporterin zur Hand. David und seine Kollegen stellen hier im Druckgussverfahren die Waschbecken her. Diese Maschine presst mit hohem Druck den Schlicker, den Funda vorhin gemixt hat, in diese Kunststoffformen. Und jetzt, wir müssen nur die Formen geschlossen. Und für die Formen geschlossen, wir haben hier eine Seite und diese Seite und wir müssen zusammen bis komplett zu. Und dann durchstart. Und jetzt das geht allein, jetzt die Form ist offen und jetzt das druckt und das geht zusammen. 15 Minuten dauert der Prozess. Mit dem Druckgussverfahren lassen sich viele Stücke in Serie herstellen. In der Zwischenzeit zeigt David Funda, wie man die fertigen Waschtische von scharfen Kanten und Staub befreit. Diese Stücke hatten die letzten 8 Stunden Zeit zu trocknen. Zuerst werden die Stücke sind komplett gekratzt und dann wir machen mit Scotch. Und dann die erste, wir machen hier ein bisschen runde. So, wir haben keine Ecke, weil wenn wir haben Ecke, die Glasur geht nicht auf. Die Becken müssen glatt und eben sein, sonst hält die Glasur später nicht. Funda soll sie jetzt waschen und scharfe Kanten entfernen. Bei den vielen unterschiedlichen Schwämmen durchzublicken, ist gar nicht so einfach. Bei David ist das Routine. Der Schweizer arbeitet, wie viele seiner Kollegen, schon seit knapp 20 Jahren in der Keramikfabrik. Was macht man so, wenn man 20 Jahre lang in dem Job ist? Warum macht dir das so eine Freude? Dieser Job ist interessant. Und was wir arbeiten, ist wie Leben, weil jeden Tag ist andere. Die Masse ist nicht immer gleich, die Material. Und wir haben ein gutes Team, eine gute Firma. Vor lauter Smalltalk haben die beiden die Zeit vergessen. Der neue Waschtisch ist schon seit mehr als 20 Minuten in der Form. Da erwartet die beiden eine böse Überraschung. Das ist jetzt auf der falschen Seite. Ja, genau. Und dieses Stück jetzt ist kaputt, weil wir haben die Maschine zu spät offen. Das Problem: entfernt man den Waschtisch nicht sofort, trocknet das frische Material sehr schnell und klebt so in der Kunststoffform fest. Der kaputte Waschtisch ist allerdings nicht komplett verloren. Das Material können die Mitarbeiter wiederverwenden. Boah, da sieht man mal, wie weich. Ah, es fällt schnell. Schnell. Okay. Okay.
mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Ich habe gleich ein Stück in der Hand. Beim nächsten Mal sind die beiden rechtzeitig an der Maschine. Funda soll das neue Stück mit Hilfe dieser Stütze rausheben. Und sie weiß ja jetzt, wie weich alles noch ist. Hintern. Ja, genau. Ja, oh, noch. Achtung, nicht oben. Ja, genau so. Ja, jetzt du kannst du okay. Achtung. Oh, das war gerade ein Schweißanfall galore. Wirklich. Ich hatte so Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Da das Material noch weich ist, kann Funda kleine Risse ausbessern. Ha. Operation gelungen. Alles klar. Jetzt geht es für Funda wieder ans Entstauben und Kantenglätten. In der Druckgussabteilung arbeiten die Mitarbeiter im Dreischichtsystem. In der Glasier- und Sortierabteilung sogar in 4 Schichten. Pro Tag entstehen so mehrere hundert Waschbecken und Toiletten, die dann in Haushalten, Hotels und Restaurants landen. Funda putzt und spachtelt fleißig weiter. Wie macht Funda sich denn? Ja, sehr gut. Ja? Ja, das ist gut, ja. Der Chef ist zufrieden. Wie es mit den Waschbecken weitergeht und wie die Toilettenproduktion funktioniert, erfährt Funda am nächsten Tag. Für heute ist erstmal Feierabend. Erstaunlich, wie viele Schritte es braucht und dann ist das Objekt immer noch nicht fertig. Und krass ist auch, wie weich diese Materialien sind, mit denen man arbeitet. Die kleinste Erschütterung kann schon dazu führen, dass das dann nicht mehr brauchbar ist. Der Fokus, den man dann auch noch permanent halten muss, den ganzen Tag über, ist echt heftig. Also ich spüre es in meinem Kopf, ich freue mich aber trotzdem auf Tag 2 und ich freue mich, dass ich jetzt Feierabend habe. Am zweiten Tag geht es für Funda an die Königsdisziplin, Toiletten herstellen. Die gießt man in diese Gipsformen. Dabei handelt es sich um das sogenannte Gipsgussverfahren. Im Gegensatz zum Druckgussverfahren ist hier kein extra Druck nötig. Herbert Dedai ist für den WC-Guss verantwortlich. Ihm geht Funda gleich zur Hand. Der Gips entzieht dem Schlicker das Wasser. Nach etwa einer Stunde können die beiden die Stücke entnehmen. Funda und Herbert müssen erst die Form auseinanderbauen, um an die Stücke zu kommen. Obwohl alles aus Gips ist, sind die Einzelteile recht schwer. Eine Hand hier und eine Hand hier oben. Okay, alles klar. Das ist etwa 10 Kilo so. Die Einarbeitungszeit für Neulinge in dieser Abteilung ist normalerweise 2 Monate. Die Herausforderung, die Stücke sind noch ganz weich. Funda kann schon beim Abnehmen der Teile viel kaputt machen. Gleichzeitig muss sie die Formen reinigen und für den nächsten Guss vorbereiten. Da ist auch etwas Tempo angesagt. Wir müssen etwas schneller arbeiten, sonst bekommen wir nicht noch, dass wir noch 2. Guss machen können. Okay. Und es wird zu spät dann. Ich beeil mich. Nach dem Putzen können die WCs aus der Form. Das macht Herbert mit dieser Hebevorrichtung. Für das letzte Stück sind dann aber wieder Muckis gefragt. Der Teil ist ziemlich schwer jetzt. Jetzt ist etwa 23 Kilo, glaube ich. 23, 24 Kilo. Kein Wunder, dass an dieser Station fast ausschließlich Männer arbeiten. Oh, ich hab's geschafft, oh Gott. Jetzt soll Funda die Maschine bedienen und die Toiletten eine nach der anderen rausholen. Was würdest du sagen, wie mache ich das? Also vor ersten Tag, dass du hier bist, sehr gut. Echt? Okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber cool. Wenn Herbert da mal nicht zu früh gelobt hat. Stopp. Jetzt habe ich es geschafft. Halt, Vorsicht. Jetzt habe ich es geschafft, siehst du? Funda hat diese 2 Arme nicht richtig gedreht und ist damit gegen die Gipsform geknallt. Zum Glück hat es nur die Außenkante erwischt. Den nächsten Schritt kennt Funda schon von den Waschbecken. Sie muss die WCs putzen und Unebenheiten beseitigen. Diese Rohlinge sind allerdings wesentlich weicher als die Waschbecken. Du sagst, ob es okay ist? Ja, ist gut. Wenn es halt geht kaputt. Das gehört zum Arbeit. Das finde ich gut. Das ist schön, dass du mir das sagst. Das beruhigt mich nämlich wirklich sehr. Herbert hat die Ruhe weg. Kein Wunder, er macht das ja auch schon eine Weile. Wie lange bist du schon hier? 24 Jahre. 24 Jahre? Warum bist du schon so lange hier? Ich wohne hier. Und ich habe 2 Minuten mit dem Scooter.
Das ist perfekt. Aber magst du die Arbeit? Also was gefällt dir hier sehr gut? Am meisten Linie gefällt mir, weil wir sind weltbekannt. Ja. Das ist eine Weltfirma. Das stimmt. Wir verkaufen überall. Denn neben dem lokalen Markt liefert das Schweizer Unternehmen rund 20% seiner Keramikprodukte ins Ausland. Nach einer Stunde sind alle 9 Toiletten fertig geputzt und begradigt. Ich bin voll fertig, muss ich zugeben, aber es macht echt Spaß. Alle Stücke durchlaufen nach dem Putzen und Ausbessern diese riesigen Trockner. Je nach Modell bleiben die Waschtische und WCs zwischen 11 und 22 Stunden bei 60 bis 65 Grad Celsius in den Trocknungskammern. Danach geht es zum Glasieren. Abteilungsleiter Pascu Barlezai zeigt Funda den nächsten Arbeitsschritt. In die Kabine darf sie nur mit Schutzbrille, Maske und Ohrstöpseln. Los geht's mit, natürlich, Putzen. Warum muss man das nochmal putzen? Damit die Glasur besser haftet und damit das Stück schön sauber ist, vor dem Glasieren. Denn jedes kleine Staubkorn kann die Glasur unbrauchbar machen. Das Glasieren übernehmen jetzt Roboter. Diese Maschine glasiert die Toilette von innen. Dafür pumpt sie Farbe ins WC. Der nächste Roboter kümmert sich dann um die Außenglasur der Keramikstücke. Nach dem Glasieren landen die Stücke bei 1250 Grad Celsius für 22 Stunden im Ofen. Dort werden sie zuerst vorgewärmt, dann gebrannt und schließlich abgekühlt. Erst dadurch bekommt die Keramik ihre einzigartige Eigenschaft. Insgesamt hat der Tunnelofen eine Länge von 100 Metern. Für unsere Reporterin geht es jetzt zur Qualitätskontrolle. Hier muss Funda jedes einzelne Stück überprüfen, bevor es die Fabrik verlässt. Und sie entdeckt direkt etwas. Schau mal, das ist raus, oder? Ja, das ist jetzt ein sogenannter Abroller. Das heißt, das kann sein, dass wo das Stück glasiert worden ist, war Staub darunter oder es wurde nicht richtig geputzt. Und dann kann die Glasur sich nicht auf dem Scherben festbrennen und dann läuft sie auf der Seite raus. Siehst du, genau das habe ich gelernt. Jetzt weiß ich, warum man so penibel genau drüber wischen muss. Funda markiert den Fehler und sortiert das WC aus. Fehlerhafte Keramikstücke landen nämlich nicht im Schrott, sondern in der Reparaturabteilung. Dort bessern die Mitarbeiter solche kleinen Fehler aus. WCs muss Funda außerdem auf ihre Dichtheit prüfen. Mit diesem Gerät erzeugt sie ein Vakuum in der Toilette. So checkt sie das WC auf potenzielle Löcher. Beim Kunden soll ja später schließlich nichts auslaufen. Damit der Test richtig funktioniert, muss Funda das WC kräftig runterdrücken. Noch ein bisschen drücken. Oh, noch ein bisschen. Jetzt habe ich die Kraft dafür. Jetzt hat er. Jetzt kann ich loslassen. Jetzt kann man loslassen, genau. Mir fehlen die Muckis. Stücke ohne Fehler wandern direkt in den Karton. Profis kontrollieren und verpacken hier pro Schicht zwischen 180 bis 240 Toiletten sowie Waschbecken. Okay. Jetzt ist das geschafft. Bist du ins Schwitzen gekommen? Ich bin total ins Schwitzen gekommen. Mir ist richtig heiß. Die zweite Schicht ist vorbei. Und wie sieht Fundas Fazit nach 2 Tagen in der Schweizer Keramikproduktion aus? Wer hätte das gedacht, wie viele handwerkliche Schritte man braucht, bis man so ein WC oder einen Waschtisch versenden kann? Also ich nicht, aber ich muss sagen, mir hat die Arbeit richtig viel Spaß gemacht. Gerade auch, weil ich gesehen habe, wie viel Liebe und Leidenschaft sie in diese Produkte hineinstecken. Ich kann sagen, wenn ich jetzt ein Bad betrete, dann definitiv mit einem anderen Blick.